Wer ist das, der sich das anschaut, wer das erlebt? Und du wirst jetzt zwangsläufig wieder an einen Menschen denken. Aber jetzt kannst du, wenn du wirklich der Geist bist, kannst du beobachten, wie der Mensch, der du zu sein glaubst, auf diese Worte reagiert, auf diese Geräusche reagiert, mit denen du jetzt konfrontiert wirst. Wir können dann sagen, auf den Bildern reagiert. Was sind eigentlich für Bilder da? Und das kann sich dermaßen verschieben. Es ist nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum. Die Träume sind nur für den Geist, der träumt. Ja, wie viele Geister träumen eigentlich? Und jetzt kann ich mal wieder sagen, du kannst dir träumende Geister symbolisch ausdenken. Aber die sind auch schon wieder was Ausgedachtes. Das ist dieser kleine Schritt in dieses Nichts. Und das ist der kleine Schritt in dich selbst. Ohne irgendwelches esoterisches oder religiöses Geschwätz. Es ist etwas, was ganz bewusst von Geist erfahren werden kann, indem er sich seiner selbst wieder bewusst wird, indem ihm bewusst wird, was er eigentlich ist. Die Figuren in einem Roman erleben den Roman nicht, sondern der Leser. Das ist jetzt dasselbe, nur mit anderen Metaphern, mit anderen Bildern dargestellt. Und wie gesagt, die Angst vor dem Alleinsein, wo man kriegt, das sind dann immer die Fragen, ja, aber die anderen. Das ist ein klares Zeichen, dass dieser Charakter noch eine panische Angst hat vor dem Alleinsein. Was natürlich auch mit einer riesen Verantwortung verbunden ist. Und dann im selben Moment wieder freigesprochen, weil ich sage, was hast du denn für ein Problem? Du bist eh auch als träumender Geist freigesprochen. Kannst du dir raussuchen, was du träumst? Kannst du dir vorwerfen, dass du jetzt einen Horror, einen Albtraum hast? Zum Beispiel? Es ist ja, dass der träumende Geist, da der was ausgedacht ist, ist gar nicht derjenige ist, der sich das anschaut. Der träumende Geist, den wir uns jetzt ausdenken, ist ein Symbol für den, der sich es wirklich anschaut. Und den kann man uns nicht ausdenken, der kann man nur sein. Das ist Bewusstsein. Und jetzt kannst du nur mal wieder feststellen, wie dir dein eigenes Ego da hier ein Knüppel zwischen die Beine wirft, weil dieses Ego das lange, lange Zeit nicht akzeptieren will, dass es so ist. Und die wirkliche Veränderung, wenn du suchst, das ist jetzt wie bei euch zwei, wenn ich sage, du kannst umziehen in ein anderes Land, das ist ein gewisser Wechsel von einer Daseinsebene, aber nur oberflächlich betrachtet, wenn du hier die alten Möbel und das ganze Zeug mitnimmst, hast du um dich herum eigentlich in der Nahwelt immer noch dasselbe Zeug. Und selbst das passiert im Traum. Da geht nicht, dass du was richtig oder verkehrt gemacht hast, sondern beobachten und lernen. Bis du dann irgendwann einmal wirklich loslässt. Weil das wirklich Neue, das was absolut neu ist, muss dir mit deiner jetzigen Logik total unlogisch oder böse und verkehrt erscheinen. Das ist das erste große Geheimnis. Du musst durch deine Angst hindurchgehen. Durch die Kreuzigung, die eigene. Nehme dein Kreuz auf dich täglich und folge mir. Das heißt, lerne einverstanden zu sein, weil nur wenn du einverstanden bist, wirst du das eine verstehen. Solange du nur einseitig bist, wirst du nie begreifen, was die Tasse in Wirklichkeit ist. Und das Ego ist sehr clever, das ist auch im Film gewollt, aber wenn er mit sich selbst spricht, du weißt ja nicht genau, am Anfang weiß er nicht genau, bin ich jetzt oder ist es mein Ego, wer spricht da eigentlich mit mir? Du weißt, ist es jetzt das höhere Ich oder ist es das Ego Ich? Ja? Das machst du mal Du bist nicht ich. Ja, Das ist genau. aber selbst diese Erkenntnis ist schon wieder was Ausgedachtes. Und du wirst jetzt feststellen, der eigentliche Geist ist weder der im Fahrstuhl noch diese imaginäre Stimme, dieses Zwiegespräch, sondern das bin ich. Darum taucht es in mir auf, dass ich das sehe. Und dann hast du immer wieder in dem Moment, wo er das begreift, jetzt symbolisch in den Film, ist keine Angst mehr in ihm. Es ist schlichtweg die große Erkenntnis, was man selbst ist, Geist. Praktisch etwas, was man nicht denken kann, und ich sage immer wieder, was du nicht denken kannst, kann nicht vernichtet werden. Was du denkst, wird vernichtet, auch wenn du es immer wieder wiederholst, verschleißt es, es altert, es fällt ab, bis hin zu Planeten. Erinnert euch an mein altes Beispiel hier, die zwei Planeten, die sich treffen, du siehst aber schlecht aus. Ich habe mein Virus eingefangen. Menschen. Ach, das vergeht von alleine. Wenn du in höheren Zeitrahmen denkst, habe ich ja schon gehabt, das vergeht von alleine, sagt der Planet. Das ist genauso eine Erscheinungsform wie ausgedachte Dinosaurier, dass die in der Vergangenheit gegeben haben, sind symbolische Bilder. Und dann immer zu sagen, das ist bewiesen, sorry, wie definierst du bewiesen? Woher weißt du das? Aus Büchern habe ich gehört. Ja, aber es gibt doch Knochen. Und das ist eigentlich das Verrückte, dass wenn du ganz wertfrei beobachtest, dass dieses Ego, stochastisches Denken, mit aller Gewalt versucht, mit seiner Logik die eigene Logik am Leben zu halten.
Darum wiederhole ich das, weil man hört es, das erscheint dir logisch und du drehst dich rum und du spitzt dein Ego-Spiel weiter. Es hat noch nie einer gesehen, dass die Erde eine Kugel ist. Zeig's mir. Und jetzt wirst du wieder Bücher rauskramen, Filme rauskramen. Es ist alles Wissen, das du rezitierst, das du in dir vorfindest, was nicht. Es hat noch nie einer gesehen, dass die Erde eine Kugel ist. Und in der Schattenfrau heißt dann schon, jeder normale Mensch sagt, ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Und jetzt kommt es, was ich so oft sage, was ist ein Astronaut jetzt, Helga? Was ist jetzt ein Astronaut? Das ist ein Gedanke, den du dir denkst. Und jetzt kommt wieder der Satz, ein Astronaut, mir sagen, ein Mensch, den du dir denkst, kann der Mensch, den du dir jetzt denkst, irgendwas anders gesehen haben von dich, wie du dir denkst, dass er gesehen hat? Der sucht sich das überhaupt. Ich denke mal, den nenne ich Astronaut und der war da oben gar nicht. Weil nämlich Astro heißt nicht nach außen gestreut. Und Nautik hat was mit Meer, mit Wasser zu tun. Der taucht eigentlich in sich hinein. Ja, Astro, nicht nach außen gestreute Nautik heißt, der geht eigentlich in die Tiefe des Meeres. Und da ist keine Erdkugel, die ihr von oben sieht. Das heißt, das Wort, wir schwimmen einfach mit Worten. Jetzt, wenn du wieder verteidigst, ja, aber das bedeutet es, ich werde dir beweisen, ich sage, da verlierst du sowieso. Spätestens, wenn du ein Wörterbuch in die Hand nimmst. Dann beweise mir mal, dass Ästhetik schön heißt. Und wir gehen jetzt wirklich in das Wörterbuch, in die Tiefe der Wörter, und dann wirst du feststellen, das heißt nicht schön. Oder Mathematik. Da ist natürlich immer wieder mit Wörterbüchern, dass dann, wenn du Wikipedia machst, selbst bei Wikipedia, bei Mathematik steht Rechnen. Das hat sich so verallgemeinert. Und dann komme ich und behaupte, ihr wisst, wie oft ich das erzählt habe, dass das eigentliche Wort Mathematik überhaupt nichts mit Rechnen zu tun hat. Das ist übertragenerweise so wenig wie das Wort Zentrum irgendwas mit einem Punkt in der Mitte zu tun hat. Also als Mittelpunkt ist immer übertragenerweise. Zentrum, Kentron, heißt Stachel. Und jetzt erst in der Gedankenverbindung mit einem Zirkel, back, kriege ich den Mittelpunkt. Das reine Wort Zentrum heißt eigentlich nur Stachel. Kentron, auch Insekten, ein Insektenstachel. Und dann auch dieser Stichel, der Ochsenstichel zum Antreiben von Ochsen. Nimm auch. Und übertragenerweise ist es so, dass du das praktisch hier Zentrum, jeder normale Mensch jetzt in deiner Umwelt ist, so ist es in deinem Programm, denk bei dem Wort Zentrum an den Mittelpunkt und bei dem Wort Ästhetik an schön, ästhetisch. Das ist ästhetisch. Wobei das ganz wertfrei, das erste Mal sage ich wieder, allgemein nur wahrnehmen heißt. Und wenn man jetzt in die Tiefe der Worte geht, wenn man da noch spielt, erlebt man Erfahrungen ohne Ende. Das ist ja da in den Büchern. Darum sage ich, wenn du jetzt Wörterbücher nimmst, wenn du das jetzt überprüfen willst, was ich behaupte, wirst du feststellen, egal, wenn du wirklich jetzt Bücher in dir, aus dir herausholst, dass die vor dich hinstellst, was vor dir in Erscheinung tritt, musst du zuerst dir ausdenken. Du bist ein träumender Geist. Da außen ist kein Wissen. Das heißt, alles, was du jetzt hörst, ist schon in dir drin. Und was du suchst, wenn die Diana zum Beispiel schreibt, der fällt ein Wort ein und er sagt sich, schau nach, dann geht sie natürlich ins Internet oder in der Griechisch-Wörterbuch aus dem Regal. Das kommt immer, was in dir auftaucht. Jede Gedanke, die kommt aus dir. Das heißt letztendlich, du nimmst eine Form an, jetzt kann ich nicht sagen, die vorher nicht da ist. Das ist der Trick des Kontinuums. Das, was mir der Gnede Form geben, diese Formen sind ja nicht in der Gnede drin, so wenig wie die Wellen. Das heißt, eine Welle ist ein Plus-Minus, ein oberflächliches Unterschiedsphänomen, das sich im Wasser selber als Ding an sich gar nicht befindet. Höchstens symbolisch, wenn wir uns jetzt Wassermoleküle denken und dann haben wir H2O. Dann haben wir zwei Wahrnehmungen, die einen Augenblick ergeben. Und da kann man jetzt die ganze Chemie durchgehen und du wirst feststellen, das funktioniert bei jedem Element. Wobei ja dann jetzt diese Kugelgeschichte, selbst bei der Kindergartenlogik, ist ja so, dass der ausgedachte Astronaut, der sieht ja auch keine Kugel, der sieht ja bestenfalls, der sieht eine Scheibe und die tut sich schon ausdenken als Halbkugel. Das ist schon der nächste. Ja, richtig. Es wird so sein, wie du es interpretierst. Was natürlich dann interessant ist, was die Wissenschaft anbelangt, ich zitiere jetzt einfach einen Bericht, das war zu Almenas Zeiten, glaube ich, habe ich den Zeitungsbericht gehabt, dass also hier Vermessungssatelliten hochgeschickt wurden, es sind jetzt nur Worte, wir denken uns wieder Bilder aus aufgrund dieser Worte, wo man die Erdoberfläche, die Erhebungen genau vermessen hat und war ein Riesenbericht, was nun mal in Spiegel oder irgendwo und dass die festgestellt haben, die haben das zigfach gemessen.
dass die Erde gar keine Kugel ist, sondern wie eine Kartoffel aussieht. Und da war dann dieses Bild, also wie eine ganz schäbse Kartoffel, also nicht annähernd weiße eine Kugel, sondern mehr wie eine Kartoffel. Und die haben die Daten der Satelliten zigfach überprüft und es ist kein Rechenfehler. Das heißt also, unsere Kugelvorstellung stimmt gar nicht. Das war Anfang 2000, 2001, 2000, irgend um den Dreh rum war ein Riesenbericht hier mit den neuen Vermessungssatelliten. Und ich sage, wenn sich jetzt da einer einklingt, sagt er, das ist ja gar keine Kugel, habe ich gehört, habe ich gelesen. Es bleibt nachgeplappert, egal was du denkst. Oder wir denken uns die Hohlkugelwelttheorie aus. Sagst du natürlich, wenn du wieder deine Logik als Vergleichsmaßstab nimmst, sagst du, das ist so ein Blödsinn. Wenn du dich intensiv damit beschäftigst, und das ist das stochastische Denken. Beschreibe ich, glaube ich, auch hier die Stochastik in Physik im Mittelpunkt Gottes. Was ist die ja, Physik? Ja. Vor die, habe ich nochmal etwas genauer beschrieben. Ist ja schon ganz am Anfang von Ich bin du. Aber da, bevor ich die Illusion beschreibe in der Physik im Mittelpunkt Gottes, ist hier nochmal eine genauere Definition von stochastisch, was dieses Wort bedeutet. Allgemein in der modernen Wissenschaftssprache heißt es zufällig. Wo ich ja sage, das heißt eigentlich, dass da mal Stochastie mit einem Bogen, mit einem Pfeil auf was schießen. Ganz nebenbei erwähnt, wenn wir jetzt ins Hebräische gehen, das hebräische Wort Pfeil ist Chet, Zade, Chet, Zade. Eine kollektive Geburt. Das heißt, wir haben schon eine Vielheit vor uns. Und jetzt ist es, wenn du da ein J und ein Waff reinsetzt, das sind die hebräischen Worte für außen, für außerhalb. Für außerhalb. Das heißt, meine Gedanken, die ich jetzt irgendwo nach außen mir was ausdenke, ist das einmal meine Kollektion, die ich gebiere. Und aus dieser Kollektion fokussiere ich jetzt eine kleine Facette raus. Und jetzt ist dieses Annähern, dieses Außen, dieses zufällig, ist eigentlich, wenn ich schieße, weil ich ja nicht genau das treffe. Und man macht diese Metapher jetzt in der tieferen Etymologie, dass wenn du anfängst, du wirst ein guter Schütze, wann zielst du mit dem Pfeil auf die Zielscheibe? Und so, umso mehr du übst, wenn du die Mitte treffen willst, wirst du merken, umso mehr du wiederholst diesen Vorgang, wird sich das immer mehr zentrieren, deine Treffer werden sich immer mehr zentrieren. Am Anfang sind sie relativ zufällig um diesen Mittelpunkt herum und es zentriert sich immer mehr in die Mitte. Das ist die Symbolik, die dahinter liegt. So findest du das in keinem Buch erklärt. Du musst die reinen Urwörter nehmen, das altgriechische Wort, was übrigens die ähnliche Radix heißt dann auch Buchstabe, die Urenergie, ist auch... Wie lege ich einen Buchstaben aus? Weil jeder Buchstabe ja irgendwie ein Chat ist, was du jetzt merkst. Aber worauf ich jetzt da hinein will, dass dieses stochastische Denken, dass du aufgrund deines Charakters musst du zuerst als Beobachter, der diesen Charakter durchschauen soll, dir Gedanken machen, will ich das jetzt glauben oder will ich es nicht glauben? Es kann ja was in dir auftauchen, was momentan deiner Logik relativ suspekt. Spekulum, Spiegelung. Suspekt erscheint und jetzt ist ganz tief in dir, ist jetzt, das musst du dir bewusst machen, ob jetzt die Grundreaktion deines Interpretationsprogramms ist, das ist interessant, das würde ich gern glauben oder so eine Scheiße. Und jetzt, wenn du dich mit dem Auftauchen in dir beschäftigst, ist diese Grundstimmung, ist absolut dafür verantwortlich, was du dann draus machst. Wenn du unbedingt was in die Pfanne hauen willst, weil du es nicht willst. Ich sage immer wieder, wenn du zum Beispiel hier als Sektenheini gegen was bist, oder was immer, du bist irgendwie einer, der sich Sektenforschung der katholischen Kirche, dann wird egal, was in dir auftaucht, was du permanent, wenn es nicht katholisch ist, Argumente suchen, dass es verkehrt ist. Wenn du jetzt als Mensch in einem zweifelnden Zustand bist, das Schicksal beutelt dich und plötzlich stehen irgendwie, was weiß ich, Scientology, grinsen dich an und versprechen dir den Himmel auf Erden, dann wirst du, wenn du alles andere schon versucht hast und es hat ja funktioniert, wirst du, das ist ja neu, was du hörst, wirst du den extrem Glauben schenken, weil du willst ja diese Versprechungen. Darum ist immer wieder zuerst die Frage, will ich jetzt das verstehen oder will ich es komplett ablehnen? Und das wird dann, wirst du letzten Endes erleben. Das ist das stochastische Denken. Es ist definitiv in den tiefsten Innern eine Vorbestimmung da. Das heißt, es ist jeder in der Lage, wenn er sich intensiv mit Holofeeling beschäftigt, eine vollkommen neue Welt. Und neu meine ich jetzt nicht so oberflächliche Sachen, dass man aus einer ausgedachten Scheibe ausgedachte Kugel machen. Das vollkommen neu ist, dass so wie die Wörter bedeuten, ein Universum überhaupt nichts da außen ist. Eine Evolution ex volvere heißt nicht, dass sich irgendwas von unserer jetzt ausgedachten Vergangenheit in die Zukunft ausbreitet, von der Einheit, Urknall, der Big Bang,
BG im Geist. Big heißt mhm. schon im Geist. Mhm. Ist Ben. Beng. Mhm. Dieser Sohngeist. Das ist jetzt der Fall. Das ist, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Und plötzlich explodiert die Welt aus dir heraus und du erkennst immer mehr, die Welt, die ich mir ausdenke, die ist überhaupt nicht da außen, wenn ich sie nicht ausdenke. Ja. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drunten auf der Erde. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt als Vergleichsmaßstab das materialistische, geozentrische Weltbild habe zurzeit, ist das natürlich ein total religiöser Blödsinn, weil das ist doch bewiesen. Die Wissenschaftler haben doch das schon längst entdeckt, wie das wirklich ist. Das sind meine Priester, die Wissenschaftspriester sind genauso Priester wie alle anderen Priester auch, die dich mehr oder weniger verdummen, weil du lieber nachblabberst, anstatt selber zu denken. Jede Religion, allen voran die Naturwissenschaft, zwingt den Anhänger seiner Religion, Sachen zu akzeptieren, blind zu akzeptieren und Vorstellungen in seinem Kopf aufzubauen, die er sich dann ausdenkt, die er nicht einmal überprüfen könnte, wenn er wollte. Die kann er nur blind glauben. Das geht bis hin, dass ich sage, ich kann nur blind glauben, ob ein Jesus vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde, ich kann es sein lassen. Und zu glauben, das ist bewiesen, weil es in Büchern drin steht. Dann solltest du die Offenbarungen lesen. Immer wieder Wiedergeburt in Jahwe. Ich sage, ich zeige dir Bücher, wo ein Superman drin steht, ein Männchen mit einem roten Cape, das fliegen kann. Ich zeige dir hier ganz irre Märchenbücher, was da alles passiert. Esel, die Gold scheißen. Das steht alles in Büchern. Physiker, Philosophen, all das, was angeblich einmal war, alles, was du aus Büchern hast, ist einfach, es sind Worte, die Vorstellungen in dir aufwerfen. Aber jetzt kommt der große Wahn des Materialismus, dass du glaubst, das Zeug ist da außen oder war in der Vergangenheit so, auch wenn du nicht dran denkst. Aber sofort sortierst du wieder den Esel, der Goldschatz, den hat es natürlich noch nie gegeben. Und das Männchen mit dem roten Cape, das hier rumfliegen kann und Superkräfte hat, den hat es natürlich auch nicht gegeben. Das sind ja Märchenfiguren, das sind Fantasyfiguren. Aber den Einstein hat es gegeben und den Platon hat es gegeben und den Hitler hat es gegeben. So, hast du einen Hitler jemals gesehen? Du kennst ihn aus Büchern. Ja, aber meine Oma. Ich sage, das ist schon wieder nachgeplappert. Das ist wie einen, den du mir bringst, der sagt, der hat ein Mädchen vergewaltigt. Hast du selber gesehen, dass er es getan hat? Glaubst du jeden, der irgendwas behauptet? Du wirst doch nicht so blöd sein, wenn hier Trockennasen auf ihn dir auftaucht und der behauptet, der ist Gott, dass er Gott ist. Oder dass er der Jesus ist. Man höre auf die Ironie. Wenn du zuhörst, der jetzt behauptet, dass er Jesus ist, der sagt im selben Moment, es hat nie einen Jesus gegeben. Ich sage mal, der feine Unterschied, der Jesus von Nazareth ist eine reine Märchenfigur, wie alle anderen Märchenfiguren auch. Interessant, du gehst auf den Namen etwas ein in dein Buch, Diana, dass hier das Nazareth, kann man sehr vielfältig übersetzen, das ist das mal NZR, zu ist, zu formen werden, eine Existenz, die zu formen wird. Nazareth. Den nennen wir auch den Mann aus Galiläa, Gal. Der Mann ist aus Galiläa. Der Christus ist was ganz was anderes. Jetzt ist das Christus natürlich aus dem Neuen Testament. Und das ist Christus, heißt auf Altgriechisch, man nehme ein Wörterbuch, wird normal der Gesalbte übersetzt, wobei das eigentliche griechische Wort heißt Einreiben. Da hat man Spaß, wenn man die Worte versteht. Das heißt einreiben und dadurch salben, es all. Das Bewusstsein Gottes wird zum Sohn, zur polaren Existenz. Wenn das es all, das Bewusstsein Gottes zu einer polaren Existenz wird, wird er zu einem Adam. Jesus ist der dritte Adam. Und das ist ein nicht existierender Spiegel, der polare Existenzen aufbaut. Fragen? Es ist reine Physik, Leute. Ich scheiß euch zu, wie falsch bin, dass die irgendwann nochmal begriff, wenn ich immer wieder sage, ich greife auf ein Wissen zu aus dem Stegreif, das kann sich dann die ganzen Wissenschaftler überhaupt nicht vorstellen. Die müssten erst einmal diese tausend Leben, diese tausende von Büchern gelesen, ob die ich schon durchlebt habe. Die Letten benutzt, die ganze Palette, jetzt bin ich wieder dabei, und genauso ist es bei den Filmen anschauen, ich weiß, dass es unterhalte, kann ich die ganze Palette vom Grusel bis zum Lachen, bis zum Drama, bis zum Heulen, würde ich als interessant empfehlen. Ihr wisst, wie oft ich das gesagt habe, Mensch, heute Abend kommt der spannende Film, ich freue mich schon. Ich sage, freust du dich aufs Gruseln? Das ist immer wieder diese Verschiebung, bin ich ein Zuschauer oder stecke ich drin? Und die Extreme, und mein altes Beispiel der Physiognomie, die reine Physiognomie einer Frau, die ihr Kind auf die Welt kriegt und eine, wo gehört hat, dass ihr Kind gestorben ist, ist rein, was die Muskeln machen in der Physiognomie, ist dieselben Gesichtszüge.
Das heißt, das extrem Gute und das extrem Böse, auch in der Physik, die Lichtgeschwindigkeit und absolute Nötung, was du vorhin zeigst, ist im Prinzip, ist das die große Verbindung. Das ist das Eins. Siehst du schon ein Farbenspektrum von Rot bis Blau und dann kommt Violett, was eigentlich Rot und Blau gleichzeitig, das heißt immer wieder die Oktave, der Anfang wird wieder mit dem Ende verbunden in einer 19. Diese. Rot und Blau, wir fassen das zusammen in der Oktave. Das schreibe ich zahlentechnisch, ohne dass man zu physikalisch werden, von allen Ecken und Enden an. Und wenn man das jetzt einmal hört, wenn ich das anspreche, gerade wir wollen ja den normalen Menschen freimachen, der normale Mensch, der du zu sein glaubst, der normierte Mensch, das ist doch nicht normal. Mir klingt das so in die Ohren immer wieder, das ist doch nicht normal. Ich sage, bis ich dann erkenne, dass genau dieses Normalsein wollen das Problem ist, endlich sind die Verrückten. Die Normalen sind die Rauben, die Verrückten sind die, die zum Spinner anfangen. Aber die sind schon auf einem guten Weg zur Besserung, in eine höhere Ebene. Und du merkst jetzt wirklich, Welt spricht mit dir in jeder Kleinigkeit, wo in dir auftaucht. Das ist eigentlich hier im Verändern. Was verändert sich in der Welt? Die verändert sich laufend. Die kannst du denn aufhalten? Was verändert sich an dir? Da muss man zuerst festlegen, was bin ich? Also ich weiß, was ich bin. Ich bin jetzt sozusagen ein Gedanke von dir. Du denkst mich jetzt aus. Das ist ein bewusstes Unbewusstsein. Das widerspricht sich ja. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Das ist auch so in aller Bescheidenheit, wenn ich sage, ich arbeite mit einem Denken, mit einem Wissenselement. Wenn ich zum Beispiel hier die Kleinigkeit, wenn ich zurückblätter, wie wir bei der Ehe sind, hätte ich mir dieses Gespräch schon erzählen können. Das war vorhin schon drauf, weil das Buch durchschaut ist. Und da ist ja nie was Vorwerfen drin. Das sind Erfahrungswerte, die man unbedingt braucht. Man muss mit sich selber spielen. Und das ist so unendlich facettenreich. Aber irgendwann durchschaut man, dass im Hintergrund immer ein ganz, ganz einfaches Schema ist. Nur durch das Zerdenken entsteht diese Vielheit, was aber wieder positiv und negativ ist. Das kann dir Angst machen und es kann dir Freude machen, wo ich sage, schau, das ist doch gut, du wirst dich nicht auflösen, bevor du das nicht alles durchschaut hast. Und da gibt es noch etliches zu tun. Das ist so der Satz, wo ich geredet habe, sage ich, wenn ich dir das die nächsten 2-3 Jahre erkläre, was willst du dich dann die nächsten Millionen Jahre mit mir langweilen? Und da ist natürlich schon wieder Millionen Jahre. Die Vorstellung, wo automatisch entsteht, Millionen Jahre, boah, gut, 2-3 Jahre werde ich es aushalten, aber dauern jetzt Millionen Jahre länger wie 2-3 Jahre? Du weißt, wenn ich sage, wie lange, was ist der Unterschied zwischen 1000 Jahren und einer Sekunde? 1000 Jahre dauern genauso lange in meinem Kopf, wie du dir jetzt gezielt 1000 Jahre vorstellst. 1000 Jahre, wir schon weg, eine Sekunde. Und jetzt stelle ich fest, eine Sekunde hat genauso lange gedauert wie 1000 Jahre. Wahrlich? Psalm 90, Vers 4. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und der Redo wird jetzt sofort wieder als Dora-Spezialist sagen, dieser eine Tag, da steht komischerweise, die 1000 Jahre, da steht Aleph Shinuni. Ist der Schlaf. Aleph heißt zwar nicht eins, aber da ist All mit seinem Wissen, Al-P, Al-F, und das ist Shinoni, logisch, sofort sagt man eine logische Existenz wahrnehmen, in diesem All, und das wiederholt sich so lange, bis du das verstanden hast. Das ist das Umsetzen, und da wird dir dann immer mehr klar, das Deutsch und das Hebräisch, wobei ich Deutsch und Hebräisch, weil das Werkzeuge sind, wir machen ja Lateinisch, Griechisch, das ist dieses, zum Entschlüsseln brauchst du das. Du kannst auch ein griechisches Wort machen, indem du jetzt einfach zum Deuten diese Buchstaben wieder hebraisierst und das iterierst du, aber du brauchst, wie gesagt, das Schlüsselwort dazu. Und das ist dann die Kunst, dass wirklich alle physikalischen Formen, wir haben genügend Beispiele jetzt gehabt, den ganzen Christusgeschichte, den Galilei, Jesus von Nazareth, dass das eigentlich in dem Spiel, was man meint, da habe ich jetzt gescheit gehabt, dass das zufällig passt. Ich sage, bring mir irgendein Wort und ich werde dir zeigen, das passt auf alle Worte, wenn du das Prinzip, das Werkzeug verstanden hast und es ist in keinster Weise willkürlich. Ja, so einfach kann man sich ja nicht machen, höre ich dann von manchen. Dann wird ja alles passen. Ich sage, genau das ist das. Ich sage, wenn du dich jetzt beobachtest,
was in dir drin ist. Du willst ja offensichtlich gar nicht, dass alles richtig ist, weil dann musst du ja akzeptieren, dass alles, was dich ankotzt, was du als böse und schlecht definiert hast, dass das auch richtig und wichtig ist. Das ist das, was sich in dir aufbäumt. Letztendlich bist du ein scheinheiliger Christ, sprichst hier von christlicher Nächstenliebe und liebe deine Feinde und merkst plötzlich, dann wird dir alles stimmen. Ich sage, versuche mal einen Zeugen Jehovas, der in dir auftaucht, zu erklären, dass es keinen Satan gibt. Da bringst du eher einen Esel dazu, dass er Gold scheißt, bevor du einen Zeugen Jehovas dazu bringst, dass er akzeptiert, dass es keinen Satan gibt. Weil es soll nichts Böses geben. Was ist das für ein Krampf, dass kein Satan, dass nichts Böses gibt? Und das sind die guten Menschen. Und die leiden, aber das Schöne ist, die leiden eigentlich nicht. Das sind Figuren in deinem Traum, dass du es erkennst. Ob das machtgeile Politiker sind in einer Selbstbeweihräucherung, diese unendliche Primitivität, dieses asozial, dieses nicht brüderliche, wo ich immer wieder sage, wenn du Asozialität wirklich erleben willst, das hat nichts asozial, hat nichts mit arm zu tun. Die alte Geschichte, wo man in Almena, wo der Jan dann, wo wir bei meiner Mario und ihrem Vater vorbeigefahren sind, alleinstehend, und wo er dann das erste Mal entsetzt war, weil es bei dem so sauber war. Ich sage jetzt, pass auf, wenn ich sage, die haben nichts gehabt, dass die aus ganz ärmlichen Verhältnissen kommen, dass die zu sechs auf, glaube ich, 52 Quadratmeter ist die Marion aufgewachsen. Zu sechs, die Eltern und vier Kinder. Wo sie noch gewohnt hat, wie ich sie rausgeholt habe, aus dem Ruhrpott. Das hat nichts zu tun mit asozial, dass das schmutzig sein muss, wenn du nichts hast. Deswegen kannst du es trotzdem sauber halten. Asozial, wenn du asoziale Menschen kennenlernen willst, dann schau dir irgendwelche politische Diskussionen im Fernsehen an oder schau dir Bundestagsdebatte an. Dann lernst du asoziale Menschen kennen. Einseitige Rechthaber. Und auch jetzt betone ich wieder, die Menschen, die wir uns jetzt ausdenken, ich benutze das Wort wir, sind überhaupt nicht daran schuld, dass wir die uns jetzt als asoziale Menschen ausdenken. Die können sich das nicht raussuchen. Also ich klage jetzt die nicht an. Das ist ja mein Gedanke, den ich denke. So viel Bewusstsein sollte man haben, dass man einen Gedanken, den man sich denkt, nicht vorwirft, dass es so ist, wie ich ihn mir jetzt ausdenke. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich bin schuld. Ihr wisst, wenn ich immer sage, wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht? Ja, ich denke es mir doch jetzt aus. Was natürlich ein bisschen problematischer ist, wenn du jetzt begreifst, dass der Oder, den du dir jetzt ausdenkst, dass der dir versucht zu erklären, dass du eigentlich ich bist. Aber bist du auch schon so weit, dass du all die Schuld auf dich nimmst? Nehme täglich dein Kreuz auf dich und folge mir. Jetzt machen diese ganzen einfachen, ich sage mal hier, der Jesus war gut, alter Freund von mir, die machen plötzlich einen Riesensinn. Als Kind, hier und jetzt gedacht, hat man das schon gehört, aber hat man das jemals verstanden? Schon die kleine Tablette von mir, sorge dich nicht um morgen, würde so viele Probleme in dir abstellen, wenn du die einnimmst. Diese, jetzt blätter mal in deinem Erinnerungsgedächtnis, in deinem Buch zurück. Und schau mal, diese schlaflose Nächte, die du schon durchlitten hast, jetzt natürlich nur ausgedacht, jetzt aufgrund von Zukunft denkst. So viel zum Thema Christentum. Von Liebe deine Feinde wollen wir überhaupt nicht sprechen. Da gehen wir ganz tief in dich hinein, wie viele große und kleine Teufelchen du hast, die du am liebsten zum Teufel schicken würdest. Ja, es ist easy. Es ist immer wieder das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Es ist eine universelle Metapher. Wenn du es nicht weißt, ist es für dich unmöglich. Man kann doch nicht alles lieben. Genau in dem Ton höre ich Leute, man kann doch nicht alles lieben. Ich sage immer wieder, pass auf, warum machst du dir nicht Gedanken, warum du nicht alles liebst? Ich kann doch nicht alles lieben. Wer bestimmt jetzt das? Das verstehe ich nicht. Wer bestimmt jetzt das, dass du das nicht verstehst? Merkst du, du landest immer wieder bei deinem Ego, bei dem geschwätzigen Ego. Wenn du wirklich verstehen wolltest, wirst du merken, dass du in eine vollkommen neue Region vorwanderst, aber du musst dich für was Neues interessieren und nicht immer permanent jemanden suchen, von dem du dir sagen lässt, was du glauben sollst und was richtig ist. Das ist deine eigene Selbstentmündigung, deine Entgeistigung, ich nenne es deine Entgöttlichung. Das ist so. Alle Wissens, immer jede Wissensfacette ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Und du wirst jetzt merken, dass du viele, viele Wissenselemente in dir auftauchen siehst, die du nur als einseitig schlecht, böse,
bekämpfenswürdig betrachtest und viele Sachen, die du wichtig erachtest, wo du meinst, du brauchst es, um glücklich zu sein, und es ist dann wieder die Spiegelung, geistreich gesehen, ist genau die Sachen, wo du meinst, die dich glücklich machen, das ist das, was permanent Leid erzeugt, und das, was du bekämpfst, das würde die Freude machen, dass du zum Beispiel vollkommen apathisch wirst, dass du hörst, dass ein Flugzeug abstürzt. Ich habe eine Zeitung, einen reinen Fetzen Papier, wo Worte, wo Buchstaben, wo Farbe drauf gespritzt ist, und wenn du wüsstest, wie mir am Arsch vorbeigeht, was diese Worte jetzt für Bilder in mir auslösen. Es sind einfach nur Gedanken, das ist alles Mögliche. Ich bin vollkommen eiskalt, lieblos. Der hat doch kein Mitgefühl, man muss doch sympathisieren. Solidarisch sein. Diese geheuchelte Mitleid von allen, dass sie gut dastehen. Das ist doch diese normale Struktur des normalen, christlich geprägten Menschen. Ich sage, was bringt es? Wenn wir unseren elektrischen Weidezaun nehmen, wo hier Haufen sich festhalten und alle schreien, weil sie Schläge kriegen, und du bist jetzt solidarisch, du sympathisierst und hängst dich auch noch mit hin, weil du mit auf die Beerdigung gehst. Das ist doch das Normale, das ein Leben lang für dich vollkommen normal war, und jeder, der das Spinnen mitspielt, ist ein Abtrünnig. Ich sage, lass dich doch machen, ich habe kein Problem damit. So schaut es aus. Siehst du, wir sind immer noch beim selben Thema, Jan. Die letzten 15 Jahre überhaupt nichts Neues. Stimmt, oder 20 Jahre müssen wir schon fast sagen. Ne? 2000. War 2000 mit dem Idee? Das war 99. 99, gell? So um den Dreh ist immer wieder. Ja, es wächst und gedeiht.